Und plötzlich ging alles ganz schnell. Markus Gisdol ist nicht mehr Trainer der TSG Hoffenheim. Trotz der 0:1-Pleite gegen den Hamburger SV am Freitag wurde zunächst noch von einem Verbleib des Coaches ausgegangen. Nun wurde Gisdol vom Verein aber freigestellt. 6 Punkte aus 10 Spielen und Tabellenplatz 17 waren Dietmar Hopp dann wohl doch zu wenig. Schon seit längerem war das Verhältnis zwischen Trainer und Clubmäzen angespannt. Seit der Sommerpause konnte die Mannschaft aus dem Kraichgau nicht mehr überzeugen. Abgänge wie Roberto Firmino konnten nicht ersetzt werden und fehlen an allen Ecken und Enden. Doch das soll nun ein alter Bekannter ändern. Nach Informationen von Sky Sport News HD soll Huub Stevens die TSG wieder umkrempeln. Der Niederländer hatte bereits in der Vorsaison beim VfB Stuttgart seine Qualitäten als Feuerwehrmann unter Beweis gestellt und soll am Samstag auf der Hoffenheimer Bank sitzen. Und das ausgerechnet gegen den 1. FC Köln, einen seiner Ex-Clubs.